Mit Redaktionsschluss heute 17 Uhr lagen uns die folgenden Meldungen zur Corona-Krise aus Brandenburg-Sachsen sowie speziell von den Landkreisen Bautzen, Görlitz und Oberspreewald-Lausitz vor. Aus dem Freistaat Sachsen gibt es folgende Informationen. Der in Spitzenzeiten rund 60 Kilometer lange Stau auf der A4 zum Grenzübergang Görlitz hat sich komplett aufgelöst. Auch alle zunächst gesperrten Autobahnzufahrten sind wieder offen. Die vorübergehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den betroffenen Teilen der A4 sind ebenfalls aufgehoben. Die sächsischen Arbeitsagenturen und Jobcenter haben zur Entlastung der allgemeinen Hotline zusätzliche Servicenummern eingerichtet. Auf der Internetseite der Arbeitsagentur finden Sie alle zusätzlichen Servicenummern zusammengefasst. Das Innenministerium und das Gesundheitsministerium Sachsen haben Ausnahmen für das Nutzungsverbot von Sportanlagen beschlossen. Dies gilt aktuell grundsätzlich nur für sogenannte Kaderathleten des Bundes und für Athleten der Sommersportarten mit vergleichbaren Einstufungen. Aus dem Landkreis Bautzen wurde uns mitgeteilt, dass ab Montag der Linienverkehr im Landkreis auf die Ferienfahrpläne umgestellt wird. Das bedeutet, dass alle Fahrten mit der Kennzeichnung Verkehr nur an Schultagen nicht durchgeführt werden. Diese Regelung gilt mindestens bis zum Ende der regulären Osterferien am 17. April. Der Wettbewerb um das schönste sorbische Osterei für Kinder und Jugendliche findet trotz Corona statt. Die Kollektionen können allerdings nur per Post an den sorbischen Dachverband Domovina gesendet werden. Ein Sendeschluss hierfür ist der 15. April. In Abstimmung mit dem Landratsamt hat die Firma HLD, Landhandelsdienste Hoyerswerda, ab sofort den Wertstoffhof im Industriegelände der Zusestadt für Privatkunden geschlossen. Für gewerbliche Kunden ist die Abgabe von Wertstoffen zu den bekannten Öffnungszeiten weiterhin möglich, teilt das Unternehmen mit. In Hoyerswerda sind bis auf Weiteres alle Hotspots, das heißt die sogenannten Heuspots, in der Kernstadt und den 5 Ortsteilen abgeschaltet. Damit sollen Menschenansammlungen in diesen Bereichen verhindert werden. Das Ausländeramt Bautzen bleibt vorerst geschlossen. Betroffene Ausländer, deren Aufenthaltstitel, Gestattung, Duldung oder Fiktionsbescheinigung in Kürze ablaufen, erhalten dennoch eine rechtmäßige Bescheinigung. Diese wird zeitnah vom Ausländeramt auf dem Postweg übersandt. Alle katholischen Gottesdienste in Hoyerswerda, Lauter, Loser sowie in den Seniorenheimen fallen aus. Allerdings sind die Kirchen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zum Gebet geöffnet. Der für Sonnabend geplante Tag des Stadtwaldes in Bautzen findet nicht statt. Der Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung Bautzen ist eingestellt. Bürger sollen sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die einzelnen Geschäftsbereiche wenden. Eheschließungen werden in Bautzen wie geplant durchgeführt. Brautpaare sind jedoch aufgefordert, den Kreis der Anwesenden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Im Landkreis Görlitz stellt sich die Situation so dar. Die Sitzung des Verwaltungsausschusses am 25.03. wie auch des Stadtrates am 26.03. werden wie geplant stattfinden. Dafür wird die Emil-von-Schenkendorf-Sporthalle in Görlitz genutzt. Die Größe der Halle ermöglicht die Einhaltung der Abstandsregeln. So kann auch die Öffentlichkeit der Sitzung gewahrt werden, heißt es dazu aus der Stadtverwaltung. Der geplante Baubeginn der Bahnhofstraße in Görlitz wird aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der polnischen Grenze zunächst um